Heute möchten wir euch nochmal über den Programmpunkt, oder nicht nochmal, sondern zum ersten Mal über den Programmpunkt Drive Experience informieren. Wie kam es eigentlich dazu? Ja, wir haben ja das letzte Video von unserer USA-Tour gesehen. Da habe ich mit Alex tatsächlich sowas mal mitgemacht. Da waren wir ja auf der LA Motor Show und da haben sie sowas angeboten. Und da haben wir natürlich gleich gesagt, das wäre eine super Sache, wenn wir das bei uns in Deutschland auch mal anbieten. Haben wir so auch noch nie gesehen. Wir waren wirklich überrascht und haben natürlich gleich alles mitgenommen. Was die da wirklich aufgenommen haben, dass jetzt quasi die Kunden, die sich jetzt, naja, die sind in den USA ja zwischen Ford F-150, anderen Pickups, Chevy, GMC, was also, da hat sich Dodge bzw. Ram richtig was einfallen lassen. Du konntest, wie gesagt, in die Dinger einsteigen, du konntest gucken, wie viel Neigung können die. Yeah, 23 degrees there, can go all the way up to 30 degrees. Was kannst du damit ziehen? Der Hood, 6.4 Liter V8 Hemi Motor. Du konntest, wie sich da Stein hoch und runter fahren, über Brücken und alles drum und dran. Super Sache. Und wir sagten, so was können wir doch mal zum Anlass nehmen für unser Event, sodass wir euch anbieten mit einem Instruktor, kann man ja schon sagen. Also ihr dürft selber fahren, das ist ja schon mal, also ihr sitzt nicht langweilig auf dem Beifahrersitz und guckt jetzt, wie der die Wände da hochfährt, sondern ihr könnt es tatsächlich selber machen. Der Instruktor ist halt nur dafür da, wenn es wirklich jemand übertreibt. Hast du denn ein bisschen so schön, genau. Eine schöne Schelle. Genau, den Kanickelfangschlag sozusagen. Nein, so schlimm wird es nicht. Ja. Aber der halt erstmal sagt, okay, ihr könnt euch mehr trauen oder halt ihr traut euch jetzt zu viel, weil die Autos kosten ja trotzdem viel Geld. Ne? Sie sollen ja nicht kaputt gehen und der nächste Mal soll ja auch daran Spaß haben. Wie gesagt, die Einzelheiten, die kommen alle noch. Ich sage euch, es wird mega groß. Es wird jetzt hier nicht nur so ein 2-Minuten-Kurs, sondern es wird richtig über Stock und Stein gehen. Das wird natürlich auch ein Stück Straße, weil die Dinger sind ja auch, also viele wollen ja die Autos auch bequem haben. Ist ja jetzt ein Kunde, der fährt damit Offroad. Wir haben ja auch viele Kunden, die möchten damit einfach ganz bequem fahren, weil die wenigsten wissen ja tatsächlich, wie gemütlich und wie langstreckentauglich die Dinger inzwischen geworden sind. Ne? Gut, wir holen jetzt also damit erstmal die Rennfahrer ab. Genau. Aber wir können ja auch die kleinen Sportfahrer auch abholen. Oder richtig, nicht die kleinen, sondern richtig. Die, ne? Geplant ist natürlich auch eine Hellcat-Tour. Die Einzelheiten, die sind noch nicht ganz so. Das ist mal der große Plan. Das kommt aber auf jeden Fall. Wo ist die kleinen Details? Wie, wann, welche Strecke, was genau da passiert? Das ist jetzt noch in der Planung. Die waren ja heute schon wieder da oben, habt ihr ja gesehen, aber da ja bei. Also das ist hier passiert so viel hinter den Kulissen, was nachher der Besucher, der nachher da ist, sagt natürlich, oh, das ist, aber was da wirklich für ein Fuchsschwanz hinterhängt, das Sicherheitskonzept und alles drum und dran, das ist halt riesig und das Plan und die Autos müssen auch da sein, so ein Hellcat mal schnell hinstellen kann auch nicht jeder, weiß ja jeder selber, was sowas kostet. Und wie gesagt, wir machen dann eine Viertelmeile-Tour mit einem Rennfahrer, da werden kommen richtige professionelle Rennfahrer, da wird Drift hier fahren. Also wir werden ein paar Gummis wahrscheinlich auf dem Gewissen haben danach. Jan guckt schön fleißig von der Seite zu. Vielleicht, weiß ich gar nicht, im Plan war vielleicht so ein Wanderroll. Da kennt ihr das Video ja wahrscheinlich noch. Ich werd verrückt. Dass er da mal mitfahren kann, Jan grinst schon. Würde ich mir auch super freuen, wenn so ein Ding da ist. Ja. Ich sag mal, das wäre auch noch der kleinste, da so ein Ding ohne einzustellen, wenn man da die ganzen Hellcats hat. Dann ist so ein Wanderroll. Eindruck. Absolut mega. Und jeder, der mitfährt, wird auch mit so einem Grinsen, wie wir gerade wieder haben, da definitiv aussteigen. Also ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, wird riesig. Sobald es neuere Infos gibt, machen wir ein neues Video. Freut euch schon mal drauf. Bis später.